Eine Million Euro, 10 Projekte von Jugendlichen für Jugendliche. Das ist das Jugendbudget und der Startschussfeld mit dem Ideenhackathon. Letztes Jahr wurde die Jugendstrategie der Bundesregierung verabschiedet. In Deutschland leben 14 Millionen Jugendliche. Das sind 17% der gesamten Bevölkerung. Und alle sind unterschiedlich. Genau in dieser Vielzahl liegt auch der Schatz für unsere Gesellschaft. Deswegen wurde gemeinsam mit Jugendlichen die Jugendstrategie der Bundesregierung entwickelt. Mit über 163 Maßnahmen und 10 Handlungsfeldern geht es darum, das Leben aller Menschen besser zu machen. Jetzt geht es darum, die umzusetzen. Deswegen wurde das Jugendbudget ins Leben gerufen. Insgesamt wird 1 Million Euro für 10 Projekte ausgegeben. Dabei soll es darum gehen, jedem Jugendlichen, egal welcher Herkunft und persönlicher Geschichte, die besten Möglichkeiten zu geben. Etwas über die Jugend ohne die Jugend entscheiden? Nein, denn niemand weiß besser, was Jugendliche brauchen, als sie selbst. Deswegen entscheiden auch wir gemeinsam, für was die 1 Million Euro ausgegeben werden. Wir machen einen Hackathon, bei dem jeder Ideen für die 10 Projekte entwickeln kann. Der Hackathon findet am 19. und 20. Februar statt. Und bis zum 15. Februar kannst du dich dafür noch anmelden. Bis zu 500 Jugendliche entwickeln gemeinsam mit 10 Mitgliedern der Jugendjury die Ideen. Die Jugendjury hilft dir dabei und gibt dir Ratschläge und unterstützt. Mitmachen können alle Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren. Egal woher du kommst, was du gerade in deinem Leben machst oder ob du schon einmal bei so etwas mitgemacht hast. Du kannst dabei sein. Eine fertige Idee brauchst du noch nicht mitzubringen. Das Einzige, was du brauchst, ist Lust und Begeisterung. Gemeinsam können wir für alle Jugendlichen noch bessere Möglichkeiten schaffen. Bewerbe dich jetzt und sei Teil der Veränderung. Wir freuen uns auf dich. Anmelden kannst du dich hier www.jugendbudget.de.